können auch Mädels auch normal rumlaufen. Ach nein! Nicht rollen! Mano. Rollen ist böse. Mein Herr erwartet euch oben. Die Treppe hinauf auf der linken Seite. Genau dasselbe wie Maurigato. Dankeschön. Und er bleibt jetzt auch demonstrativ da stehen. Gibt es einen Grund, warum du schleichst? Junge Frau, ich schleiche niemals. Ich schleiche einfach nur mal so rum. Ich habe Rückenprobleme, deswegen schleiche ich. Warum haben Sie eigentlich einen Piratendolch? Das würde mich mal viel eher interessieren. Das wäre für mich viel interessanter. Zwei legendäre Gegenstände in einer Session, Mensch. Was ist bloß los heute? Na? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sollten erstmal das Innere des Schlosses in den Griff kriegen. So, so und so. Sehr schön. Kerzenleuchter, Karaffe und Silberpokal. Johnny, was machst du da? Sollst du nicht gleich auf die Barrikaden gehen hier? Gut, der Diener hat mich nicht gesehen. Lalala, lalala, ich bin ganz ruhig. Eine unverschlossene Truhe, während ein Pirat in der Stadt ist. Ein verhängnisvoller Fehler. Schönes Bild übrigens. Rum, Bloody Mary und Trank der Ehrfurcht. Oh, ein cooles Bild, muss man ja ehrlich mal sagen, ne? Oder? Das sieht richtig nach einer Expedition aus. Ja, ist gut. Also besser, du fasst hier nichts an. Naja, ich fasse schon nichts an. Bleib mal ganz locker, mein Freund. Bleib mal geschmeidig, hör mal. Das war so klar, dass er mir folgt. Das war sowas von klar. Geh bitte! Das ist Azuru selber. Du hast hier nichts zu suchen. Oder es gibt Alter, alle! Ja. Leute, seid ihr bescheuert? Doch nicht alle auf einmal. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also Einladung versuch gar nicht, das zu klauen. Du willst mit mir reden? Wie ich hörte, interessiert ihr euch für Garcia. Und wenn es so wäre? Nun, dann ist euch bestimmt bekannt, dass Maurigato ihm Zugang zum Hohen Rat verschafft hat. Und dass Garcia dort ein Friedensangebot unterbreitet hat. Was hast du damit zu schaffen? Garcia ist eure Angelegenheit. Mich interessiert nur Maurigato. Kommen wir zur Sache. Warum bin ich hier? Ich möchte euch ein geschäftliches Angebot unterbreiten. Ich höre. Ich kann euch behilflich sein, im Hohen Rat vorgelassen zu werden. Was zweifelsohne nötig sein wird, wenn ihr mehr über Garcia in Erfahrung bringen wollt. Im Gegenzug werdet ihr etwas für mich im Hohen Rat erledigen. Wie kannst du mich in den Rat bringen? Die Einzelheiten werde ich euch offenbaren, wenn wir im Geschäft sind. Mhm. Was genau soll ich erledigen? Maurigato ist nicht der Ehrenmann, für den er sich ausgibt. Seine Geschäftsmethoden sind fragwürdig und undurchsichtig. Doch er sitzt im Hohen Rat. Ohne einen Beweis für seine Machenschaften kann ich nicht gegen ihn vorgehen. Was macht das Mädel da? Was macht die da? Einverstanden. Wie komme ich in den Hohen Rat? Es freut mich, dass ihr meinem Wunsch entspricht. Da ihr nicht selbst ein Mitglied des Hohen Rates seid, werdet ihr als Gesandter dort auftreten. Als Bote von Maurigato wird man euch Einlass gewähren. Ich sehe nicht aus wie ein Bote. Die Wache hat Order, jeden einzulassen, der ein besiegeltes Schreiben vorweisen kann. Und ja, angemessene Kleidung wird vorteilhaft sein. Alter. Woher kriege ich ein besiegeltes Schreiben? Das ist der schwierigere Teil. Hierbei werden wir zusammenarbeiten. Ich setze euch ein entsprechendes Schreiben auf und ihr besorgt das Siegel von Maurigato. Ich soll es ihm klauen. Nun, wie ihr euch das Siegel beschafft, geht mich nichts an. Wobei es unabdingbar sein wird, die Grenzen der Legalität zu überschreiten. Aber als Pirat, der ihr seid, seid ihr das ja gewohnt. Allerdings. Wo hat er sein Siegel? Er bewahrt es in seinem Haus auf. Detailliertere Informationen sind mir nicht geläufig. Im Haus also? Sobald es in eurem Besitz ist, sucht mich auf.
Dann besiegle ich das Schreiben und ihr steht schon mit einem Fuß im Hohen Rat. Angemessene Kleidung? Sucht den Schneider Pantaleo auf und verlangt nach einem entsprechenden Rock. Er wird euch etwas anfertigen. Moment, was? Dem entsprechenden Rock? Das hat sich gelohnt. Mittel, beruhig dich. Ist gut jetzt. Brauchst nicht mehr so neugierig gucken. Meine Güte nochmal. Leute. Die geht genauso. Alter, Leute, was habt ihr für einen Gang? Das ist doch nicht normal. Oder meint ihr eher ernsthaft, ich lasse mich so leicht abschütteln? Nee. So leicht lasse ich mich nicht abschütteln. Ah, war so klar. Nein! Eine zu weit. So. Viel besser. Super. Wofür habe ich es gemacht? Für genau 40 Gold. Toll. Gut, also wir müssen nochmal zu Maurigato. Okay, dann gehen wir nochmal zu Herrn Maurigato und räumen nochmal sein Haus leer. Wir haben ja zwei Schlüssel gekriegt. Und einer davon dürfte uns dabei helfen wahrscheinlich. Der lässt mich in Ruhe. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann? Ja, oh. Benimm dich hier. Willst du noch einen auf die Fresse haben, mein Freund? Mach hier keine Dummheit. Ich hau euch beide eins auf die Fresse, wenn es sein muss. Ich hab da kein Problem mit. Verdammt nochmal. So. Danke, mehr wollte ich nicht. Danke und tschüss. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur den fucking Silberring. Siegelring. Wie konnte ich den übersehen? Ist ja unglaublich. Nein. Falsche Treppe. Ach Mensch, jetzt rollt er schon wieder. Da ist er. Hier ist das Siegel. Dann wollen wir zur Tat schreiten. Dieses Schreiben zeichnet euch als Maurigatos Boten aus. Sobald ihr drin seid, haltet ihr für mich Augen und Ohren offen. Ich brauche einen Beweis für Maurigatos dunkle Geschäfte. Bringt mir nach Möglichkeit etwas Schriftliches. Vielleicht lässt sich in seinem Büro etwas finden. Dann benötigt ihr nur noch die Kleidung eines Boten. Kümmert euch darum. Ja. Ach Mensch, der hat auch so eine Treue stehen. Ach Mann, oh. Er scheint mir ja sympathisch zu sein, ne? Aber ich kann ja nicht widerstehen. Es könnte ja ein legendärer Gegenstand drin sein. Oder viel Gold zumindestens. Okay. Giftring, 50 Gold, ein goldener und ein silberner Teller. Vielen Dank dafür. Ja, man könnte mir Undankbarkeit unterstellen, aber wie gesagt, ich konnte einfach nicht widerstehen. So eine dicke Truhe, so gut abgeschlossen und dann so wenig Loot. Super. Genau, ich sollte den Schneider aufsuchen. Der Schneider dürfte sich ja hier im Hotel aufhalten. Der neugierige Mistkerl. Also best, das sieht ja schlimm aus. Ich sehe schon, da müssen wir einiges richten. Und du bist, Willkommen. Ich bin Pantaleo, der Schneider von Caldera. Ich brauche Botenkleidung. Ach so,
Ihr habt eine Anstellung gefunden. Nun, dann braucht ihr einen Rock. Also bei der Gelegenheit können wir auch über euer Schuhwerk reden. Nur den Rock. Ich habe noch einen in eurer Größe. Ein paar Änderungen hier und da und er wird passen. Toll. Ich krieg die Perücke. Ich nehme die Botenkleidung. Dann probiert sie doch gleich mal an. Mit euren bunten Röcken seht ihr aus wie Papageien. Ah ja, ich sehe schon. Es spannt etwas über der Brust. Ach, ihr seid kräftig gebaut. Das wird nicht lange dauern. So, das sollte gehen. Ja, danke. Mehr will ich nicht. Aber Chani macht sich erstmal schön über uns lustig. Super. Ach, Göttchen, ich bin die schönste Frau von Caldera. Ja, ja. So steht die da. Narrenkappe. Ja, die passt hier sehr gut. Die steht da echt so. So, man kann mir nicht erzählen, dass so eine Frau steht. Nein, im Moment ist es schlecht. Mhm. Sieht man. Du schon wieder. Was soll der Aufzug? Ich bin ein Diener Maurigatos. Na schön. Und welches Anliegen hast du im Hohen Rat? Ich komme im Auftrag von Maurigato. Dann hast du ja bestimmt einen Passierschein dabei, nicht wahr? In der Tat. Oh, tatsächlich. Dann will ich nichts gesagt haben. Los, rein mit dir. Toll, dankeschön. Chi, ich warte. Oh, oh. Ohne Chani. Was machst du denn hier? Ich bin Puko. Die Bauern haben mich gewählt, sie im Hohen Rat zu vertreten. Ich bin der erste Bauer, der mitbestimmen darf. Den Hohen Rat gibt's ja noch nicht so lange. Mhm. Und ihr macht richtige, mustergültige Arbeit. Und was beschließt ihr so? Nun, zum einen haben wir die Vakulierung Calderas beschlossen. Die was? Na, dass wir alle hier weg müssen. Jetzt verhandeln wir sogar mit einem der Titanenlords. Das sind alles schrecklich wichtige Sachen, sage ich dir. Zum Glück kennt Maurigato sich in solchen Sachen gut aus. Sonst müssten wir uns auf das Urteil der Gelehrten und der Protektoren verlassen. Mehr ist nicht zu holen. Hm. Ich gehe erstmal weiter. Beziehungsweise ich werde gleich erstmal die Aufnahmesession beenden, denn wir sind schon soweit. Ja, ihr hört richtig, wir haben schon fast 2 Stunden erreicht. Ein Fechtschwert. Ich kann ja nicht widerstehen, ne? Wenn es um Loot geht, dann bin ich sofort dabei. Moment mal, erstmal sprechen wir mit dem Typen noch. Ja? Ich bin ein Bote von Maurigato. Nun, dann erledigt eure Arbeit und versucht dabei niemanden zu stören. Wo ist das Büro von Maurigato? Die kleine Treppe hinauf gegenüber von der Schreibstube. Garcia war hier. Das ist durchaus richtig. Warum fragt ihr? Was hat er hier gemacht? Er kam als Parlamentär von Mara und überbrachte uns ein Angebot. Wir haben eine Ratssitzung einberufen und das Angebot gehört. Ihr macht einen Fehler. Nun, soweit ich mich erinnere, ist es der Hohe Rat, der das zu entscheiden hat. Hat Garcia noch was anderes getan, als er hier war? Maurigato gewährte ihm Zugang zum Archiv. Was wollte er dort? Cassandra wird es wissen. Sie hat sich mit ihm unterhalten. Gut, also wir müssen intensive Recherchearbeit betreiben. Aber das, liebe Leute, werden wir in der nächsten Aufnahmesession machen. Ich speichere jetzt nochmal mit euch zusammen ab. Wo ist denn der Let's Play-Spielstand? Da ist er. Let's Play. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Heute mal etwas weniger mit dem Gerede seitens von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Balperfan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.